Ich erinnere mich noch an den ersten Mord. Unvorstellbar, dass dieser Mann nie mehr aufstehen würde. Überall war Blut. Der Schmerz war unerträglich. Der Schmerz meiner Mutter, deren Sohn ermordet wurde. Wenn in einer Mafia-Familie der Vater ermordet wird, sagt die Mutter zu ihrem Sohn, wenn du groß bist, musst du deinen Vater rächen und seine Mörder töten. Sie sagt es zu ihm, selbst wenn er noch klein ist. Der Sohn hat keine Wahl und verpflichtet sich, das zu tun. Wenn im Kreis der Mafia Blut fließt, sind die Frauen niemals weit. Wenn sie den eigenen Vater beweinen, sich trauernd über die Leiche des Ehemanns beugen oder dem Schmerz über den Verlust des Sohnes Ausdruck geben, wirken sie wie die ersten Opfer der Mafia. Doch kaum sind die Särge geschlossen, sind es genau diese Frauen, die die Vendetta fordern, die Blutrache. Letizia Battaglia fotografiert die Frauen der Mafia seit vielen Jahren. Gerade noch sind sie Opfer und am nächsten Tag Täter. Ein Auto, ein am Boden liegender toter Mann in einer Blutlache und drumherum auf Stühlen sitzende Frauen, die weinend die Hände in die Luft werfen. Sie saßen da und die Mutter blickte auf ihren Sohn, ihr eigenes Fleisch und Blut, der da tot auf der Erde lag. Das kam mir vor wie ein Stück von Shakespeare. Eine Theaterinszenierung. Aber es war absolut real. Doch diese Tragödie schien die Frauen nicht wirklich zu erschüttern. Obwohl sie weinten und heulten, war vor allem eine tiefe Resignation zu spüren. Vermutlich, weil sie die Sitten der Mafia nur allzu gut kannten. Die Mafia oder Cosa Nostra gilt als Aristokratie der organisierten Kriminalität. Sie besteht aus Familienclans. Allein in Sizilien gibt es mehr als 100 davon. Die Cosa Nostra ist hier überall. Sie beherrscht das Leben ihrer Mitglieder und schreibt sämtliche Gesetze vor. Das Leben eines jeden Mafioso wird diesem System von der Geburt bis zum Tod untergeordnet. Die Frauen des Clans spielen dabei eine zentrale Rolle. Die Rolle der Frau in der Mafia besteht darin, den Kindern klarzumachen, dass diese Organisation an erster Stelle steht. Es gibt nichts Wichtigeres. Die Cosa Nostra bietet Anerkennung, Reichtum, Macht und Status. Es gibt also nichts Besseres, als zu dieser kriminellen Organisation zu gehören. Corleone. Dieser Name ist weltweit bekannt und klingt wie ein Fluch. Ein Fluch der Mafia. Dabei ist Corleone nur ein Städtchen auf Sizilien, das versucht, seine dunkle Vergangenheit zu vergessen. Corleone wird für immer und ewig mit einem der brutalsten, blutrünstigsten und schrecklichsten Paten assoziiert, den die Mafia je hatte. Totorina. Anfang der 1980er Jahre löst er einen vernichtenden Krieg aus, der die Cosa Nostra stark dezimiert. Das war eine extrem gewaltgeprägte Zeit. In der Zeitung La Sicilia wurde täglich über neue Tote berichtet. Die Eskalation der Gewalt führte in einen internen Krieg der Mafia, den die Familien von Corleone gegen die von Palermo führten.
Toto Riina, der Corleone, erklärt den Paten von Palermo den Krieg, um im Herzen der Cupola, der Kommandozentrale der Cosa Nostra, die Macht an sich zu reißen. Toto Riina ist knallhart. Wer sich nicht unterordnet, landet im Kofferraum eines Autos. In weniger als 2 Jahren ist die Polizei in Palermo mit mehr als 800 Leichen konfrontiert. Aber die wurden wenigstens gefunden. Denn 900 weitere sogenannte Ehrenmänner sind einfach spurlos verschwunden. Von den 70 Corleone wurde keiner verletzt oder getötet. Das war kein Krieg der Mafia, sondern die ethnische Säuberung einer ganzen Generation Mafiosi. Corleone war damals die Hauptstadt der Mafia. Die Bosse waren auf der Flucht, aber man spürte ihre Anwesenheit trotzdem. Gleichzeitig griffen Toto Riinas Leute den italienischen Staat auf nie dagewesene Weise an. Sie haben Journalisten, Präfekte, Gendarme und Polizisten, Politiker und politische Gegner, Regierungschefs, Richter und Unternehmer ermordet. Das war ein echter Krieg, der damals in Sizilien tobte. Für diese Zeit steht über allem ein Wort: Angst. Hinter all der Gewalt steckt eine Frau, die Frau von Toto Riina, Ninetta Bagarella. Die scheue und unnahbare Lehrerin, eine venezianische Schönheit, gilt heute als verdammte Seele ihres Ehemanns. Einer Legende nach war nicht Toto Riina der Chef der Mafia, sondern vielmehr seine Frau, Ninetta, die Lehrerin, wie sie genannt wurde. Ninetta Bagarella war seine wichtigste Beraterin und Toto Riina hat alles gemacht, was ihm seine Frau vorschrieb. Ninetta Bagarella ist in Corleone geboren und in einer Mafia-Familie aufgewachsen. Ihr Vater war Mafioso und ihr Bruder Leo Luca, ein Mörder, ebenso. Er hat unter anderem einen 12-Jährigen umgebracht und dessen Leiche in einem Fass mit Säure aufgelöst. Genau dieser Bruder macht sie eines Tages mit Toto Riina bekannt, einem jungen Paten der Mafia mit glänzender Zukunft. Er ist 14 Jahre älter als sie, doch sie verliebt sich sofort. Ninetta war nicht nur die Frau von Toto Riina, sondern auch die Schwester von Leo Luca Bagarella, einem weiteren Boss der Mafia. Diese Frau hat ihr ganzes Leben in einer mafiösen Organisation verbracht. Aber sie war als Lehrerin auch sehr kultiviert, als die Beziehung mit Riina Anfang der 50er Jahre begann. Ninetta war definitiv keine ungebildete Bäuerin vom Land, wie man vielleicht annehmen könnte. Sie hat ihren Mann niemals hintergangen. 40 Jahre lang hat sie ihn begleitet, sogar auf der Flucht. Und sie hat ihm 4 Kinder geschenkt. Wie kann man mit der ganzen Familie 40 Jahre auf der Flucht überleben? So etwas schafft nur eine Frau mit Charakter. 1993 wird Toto Riina, Staatsfeind Nummer 1, im Kreis seiner Familie in Palermo festgenommen. Der Pate wird eingesperrt und zu lebenslanger Einzelhaft verurteilt. Jetzt ist Ninetta allein. Sie kehrt zu ihren Wurzeln zurück und lässt sich in Corleone nieder. Die Rückkehr ist ein klares Signal. Selbst wenn ihr Mann für immer hinter Gittern sitzt, wird sich ihre Familie nicht von der Mafia abwenden. Bei ihren seltenen öffentlichen Auftritten gibt sich Ninetta stolz und entschlossen, wie hier neben ihrer Tochter beim Prozess ihres Mannes. Für diesen Affront muss sie bezahlen. Die Polizei rückt ihr und den Kindern auf den Leib. Entrüstet schreibt sie 1996 einen Brief an den Staatsanwalt und fordert, die Belagerung einzustellen. Dieser Brief gehört zu den wertvollsten Dokumenten aus dieser Zeit. Er gibt Einblick in die Kultur der Mafia. Ninetta stellt sich als gute, vorbildliche Mutter dar. Scrive una lettera
Sie schreibt in dem Brief, dass sie ihre Kinder mit Respekt vor den wahren Institutionen erzogen hat. Das Adjektiv wahr ist wichtig, denn sie meint mit wahren Institutionen wohl eher die Mafia als den Staat. La mafia certamente non. Una cattiva madre. Sie ist eine schlechte Mutter, denn sie hat ihre Söhne nicht geschützt und ist dieser Kultur der Mafia immer verhaftet geblieben. Heute lebt Ninetta Bagarella zurückgezogen in Corleone. Sie führt ein frommes, unauffälliges Leben, wie es die Tradition der Mafia fordert. Die Leute begegnen ihr bei der täglichen Messe und grüßen schüchtern. Ninetta wohnt im Zentrum des Ortes und wird von allen respektiert. Dieses Video von Pino Magnacci aus dem Jahr 2008 ist ein besonderes Dokument. Ninetta Bagarella bei der Hochzeit ihrer Tochter in einer Kirche von Corleone. Es ist eine schlichte Zeremonie. Neben der Braut ihr Bruder Giuseppe, gerade aus dem Gefängnis entlassen. Ein Lächeln in die Kamera. Sieh nur, ein Journalist. Tu ihm einen Gefallen und grüß ihn. Ansonsten die alten Gepflogenheiten. Journalisten werden abgewiesen. Jetzt reicht's, klar? Während der Zeremonie erweist der neue Schwiegersohn den im Gefängnis Einsitzenden seine Ehre. Wir denken an jene, die heute nicht hier sein können. Salvatore, Gianni und Leo Luca. Ihr fehlt uns schrecklich. Wenn ihr an unserer Seite seid, herrschen Frieden und Sicherheit. Die Frauen waren seit langem das Aushängeschild der Mafia-Familien und Ninetta hat diese Rolle perfekt gespielt. Sie sollten die ganze Welt glauben machen, dass sie ganz normale Familien sind. Die Frauen geben in der Öffentlichkeit ein perfektes Bild ab. Sie gehen in die Kirche, nehmen an öffentlichen Feierlichkeiten teil und sind zu allen freundlich. Die Leute fragten sich, wie eine so gute Frau einen derart blutrünstigen Mann heiraten konnte. Ninetta ist es immer gelungen, sich der Justiz zu entziehen. Obwohl die Corleone die blutigsten Verbrechen der Geschichte begangen haben. Diese Frau, mit perfekt gestylter Frisur und lehrerhaftem Auftreten, kennt das Geheimnis um den Schatz der Corleone. Hunderte Millionen Euro, die die italienische Justiz bis heute sucht. Diese Mafia-Frauen sind wirklich seltsam. Ihre Männer sind selten zu Hause und verbringen nur wenig Zeit mit den Kindern. Denn sie sind auf der Flucht oder sitzen im Gefängnis. Kurz gesagt, für die Kinder sind sie nicht wirklich da. Und wer vermittelt ihnen die Kultur der Mafia? Der abwesende Vater? Die Bewahrer des kriminellen Erbes sind die Frauen. Zu Beginn der 80er Jahre werden die Mafia-Familien von Palermo durch den Krieg mit den Corleone dezimiert. Es geht um die Kontrolle der Cosa Nostra. Die Besiegten lösen ein Erdbeben aus. Sie brechen das Gesetz des Schweigens, die Omerta, das die Cosa Nostra bisher zusammengehalten hat, und kooperieren mit der Justiz. Zwei Richter werden jetzt zu Helden, Giovanni Falcone und Paolo Borsellino. Ein Mann hat Sizilien definitiv verändert. Danach war nichts mehr so wie zuvor. Ich meine natürlich Giovanni Falcone. Er war sehr intelligent und hat als erster Mitglieder der Mafia verurteilt. Damit gab der italienische Staat erstmals zu, dass die Mafia existiert. Die Enthüllungen der Verräter, der sogenannten Pentiti, ziehen Dutzende Verhaftungen nach sich und führen 1986 zum Maxi-Prozess. Ein historischer Moment. Den in Käfige gesperrten Ehrenmännern stehen ihre Frauen gegenüber, die nichts mehr fürchten, als dass die Männer reden.
Beim Maxi-Prozess erschienen die Frau, eine Tochter und die Schwestern eines Mafioso vor Gericht. Alle neun schrien von den Balkonen des Saales herunter: Das ist nicht mein Ehemann. Das ist nicht mein Bruder. Er will gar nicht kollaborieren. Lui non vuole collaborare. Mit diesem hysterischen Auftritt sandten sie ihren Ehemännern, die hinter Gittern saßen, ein starkes Signal. Sie übten Druck aus und zwangen sie, die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der Justiz zu widerrufen. Bringt sie raus! Das geht nicht! Die Verhandlung wird 5 Minuten unterbrochen! Es kommt tatsächlich vor, dass sich inhaftierte Mafiosi, die schon bereit waren, mit dem Staat zusammenzuarbeiten, nach dem Auftritt ihrer Frauen dagegen entscheiden. Selbst wenn sie lebenslänglich sitzen müssten, ist es den Frauen lieber, sie bleiben offiziell Mafiosi. Solange der Mann den Mund hält, kann die Ehefrau ihren Status beibehalten und wird weiterhin als Frau des Paten anerkannt. Sie wird von allen respektiert. Das hat enorme Auswirkungen auf das Leben der Frauen. Mehrmals ist die Zusammenarbeit gescheitert, weil die Frauen Druck auf ihre Männer im Gefängnis ausgeübt haben. Den Rang in der Mafia behalten zu wollen, ist nachvollziehbar. Viele Frauen fürchten sich vor Repressalien durch die kriminelle Organisation. Um sich für einen Verräter zu rächen, zögert die Mafia nicht, seine Familie zu ermorden. So sind 23 Verwandte von Salvatore Contorno ums Leben gekommen. Die Mafia-Frauen kollaborieren nur selten mit der Justiz. Doch eines Tages, im Frühling 1991, erscheint ein 17-jähriges Mädchen aus dem Süden Siziliens vor Gericht. In Anwesenheit von Beamten lässt sie folgende Aussage aufnehmen. Ich heiße Rita Atria, bin 17 Jahre alt und in Partana geboren. Ich bin die Schwester von Nicola Atria, der am 24. Juni 1991 erschossen wurde. Ich möchte Ihnen Informationen zu den Umständen der Morde an meinem Bruder und meinem Vater geben und Ihnen Details über das Milieu mitteilen, aus dem ich stamme. Die junge Richterin Alessandra Camassa nimmt Ritas Aussage damals auf. Sie hat uns sehr genaue interne Informationen zur Handlungsweise der Mafia gegeben. Damals war so etwas extrem gefährlich. Alle 2 oder 3 Wochen gab es einen neuen Mord in Partana. Trotzdem ist sie zu uns gekommen, um mit uns zusammenzuarbeiten. Wir waren sehr beunruhigt. In Partana kämpfen 2 Mafia-Clans seit mehreren Jahren um die Vorherrschaft und führen einen blutigen Krieg. Ritas Vater, Vito Atria, ist Hirte und gehört einer der beiden Familien an. 1985 wird er vom eigenen Clan ermordet. Für die Frauen der Familie ist jetzt sein Sohn Nicola zuständig, der ältere Bruder von Rita. Der Vater wurde von seinen eigenen Leuten, seinen Freunden inmitten seiner Schafe auf dem Land ermordet. Sein Sohn schwor, Rache zu üben. Doch die Vendetta findet niemals statt. Nicola, Ritas Bruder, wird vor den Augen seiner Frau ebenfalls ermordet, bevor er den Vater rächen kann. Rita verliert Vater und Bruder. Jetzt gibt es nur noch Frauen zu Hause. Keine Männer mehr, die sich an den Verrätern rächen könnten. In dieser Situation trifft die junge Frau eine in Mafiakreisen ungewöhnliche Entscheidung. Sie erscheint vor Gericht, um ihre berühmte Aussage zu machen.
Als sie sich dazu entschloss, mit der Justiz zu kooperieren, ging es nicht um Gerechtigkeit, sondern um etwas anderes. Sie wusste, dass ein Mädchen niemals den Mord an Vater und Bruder hätte rächen können wie ein Mann, also mit Waffen. Die einzige Form der Rache, die ihr zur Verfügung stand, war der Verrat. Sie wollte, dass die Mörder ihres Vaters und Bruders festgenommen und für ihre Verbrechen verurteilt werden. Zu Beginn ist Rita misstrauisch gegenüber der Justiz. Doch ein Mann schafft es, sie in ihrem Vorhaben zu bestärken. Richter Borsellino, der mit Giovanni Falcone die Geheimnisse der Cosa Nostra aufgedeckt hat. Er ist die zentrale Figur im Kampf gegen die Mafia und wird von allen respektiert. Während der Befragung entwickelt sich schnell ein herzliches Verhältnis zwischen Rita und dem unbestechlichen Richter. Er wird für sie fast zu einer Vaterfigur. Mein Vater und mein Bruder wurden von der Mafia ermordet. Ich will nicht, dass das noch mehr Vätern und Söhnen zustößt. Wenn sie an meiner Seite bleiben, habe ich keine Angst zu reden. Sie vertraute Borsellino und er hat alles getan, um sie zu schützen. Für Rita war dieser Mann enorm wichtig. Wir dürfen nicht vergessen, sie hatte ja ihren geliebten Vater und Bruder durch die Morde verloren. Jetzt fehlten ihr die männlichen Bezugspersonen. Rita wird wegen ihrer Entscheidung von allen Frauen der Mafia verstoßen. Ihre Mutter und Schwester bleiben der Mafia treu. Gleich zu Beginn der Zusammenarbeit mit der Justiz glaubte sie, mit der Mutter ein Problem zu haben, die ihre Entscheidung niemals akzeptieren würde. Aber sie hat wohl nicht geahnt, wie sehr sich die Mutter dieser Zusammenarbeit widersetzen würde. Sie widersprach allem, was Rita gesagt hatte, und bezeichnete ihr Verhalten als Schande. Informanten der Justiz werden von den Mafia-Familien mit Schimpf und Schande belegt, weil sie die Organisation verraten haben. Deshalb war auch sie eine Schande für ihre Familie. In meinem Milieu ist es schlimmer, mit der Justiz zu reden, als den besten Freund zu ermorden. Richter Borsellino und Alessandra Camassa versuchen mehrmals, zwischen Rita und ihrer Mutter zu vermitteln und ein Treffen zu arrangieren. Doch die Mutter besteht darauf, die Mafia verrät man nicht. Die Mutter ging sehr streng mit dem Mädchen um. Wir wollten Treffen organisieren, aber die sind schiefgegangen, weil Gewalt ins Spiel kam. Die Mutter drohte ihrer Tochter und sagte, du wirst enden wie dein Bruder. Das hat Rita Angst gemacht. Verstoßen von Mutter und Verwandten sieht sich die junge Frau gezwungen, die Mafia zu entzaubern. Rita muss alle Regeln und das alte Wertesystem aufgeben, Vendettas ignorieren und den sogenannten Ehrenmännern ihren Glorienschein nehmen. Langsam entfernt sie sich von der Welt der Mafia, die bisher die ihre war. Man muss erst die Mafia in sich besiegen, bevor man wirklich gegen sie kämpfen kann. Lei voleva fare del padre e del fratello due eroi. Durch die Zusammenarbeit wollte sie Vater und Bruder zu Helden machen. Sie sprach immer in den höchsten Tönen von den beiden Männern und sagte, mein Vater wurde in Partana sehr respektiert. Wenn Schafe geklaut wurden, kamen alle zu ihm und baten ihn um Hilfe. Für sie war das eine ehrenvolle Sache. Ich habe ihr die rechtlichen Zusammenhänge erklärt, dass nämlich ihr Vater die Schafe gestohlen und dann, ganz nach Art der Mafia, ein Lösegeld dafür verlangt hatte. Durch Ritas Zeugenaussage erleidet die Mafia von Partana einen schweren Schlag.
Vor laufenden Kameras überprüft die Polizei die Personalien von 43 Mafiosi, die zu hohen Gefängnisstrafen verurteilt werden. Es trifft sogar den Bürgermeister. Wie alle, die mit der Justiz zusammenarbeiten, muss Rita Sizilien verlassen und erhält eine neue Identität. Unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen wird sie nach Rom gebracht und fängt dort ein neues Leben an. Einige Monate später. Am 23. Mai 1992 schlägt die Mafia mit ungeheurer Gewalt erneut zu. Totorinas Leute jagen ihren größten Feind in die Luft. Richter Giovanni Falcone. Auf dem Weg nach Palermo wird er mit Ehefrau und drei Leibwächtern in 1000 Stücke gerissen. Um 17.58 Uhr flog Falcones Wagen auf der Autobahn in die Luft. Im Seismologischen Institut in Erice wurden zu diesem Zeitpunkt erhöhte Werte gemessen. Der Grund war aber kein Erdbeben, sondern eine halbe Tonne Sprengstoff, die gezündet wurde, um einen Mann zu töten, der der Mafia Angst machte. Die Mafia fühlt sich unbesiegbar und versetzt mit diesem Attentat ganz Italien in Schock. Die Beisetzung des Richters wird live im Fernsehen übertragen. Nach Falcones Tod tritt sein Kollege Richter Paolo Borsellino die Nachfolge an und kümmert sich um Rita Atria. Jetzt ruhen alle Hoffnungen im Kampf gegen die Mafia auf ihm. Aber er weiß, dass er das nächste Opfer sein wird. Es ist nur eine Frage der Zeit. Nur 57 Tage nach dem Anschlag auf Richter Falcone explodiert eine weitere Bombe. Diesmal im Zentrum von Palermo. Und es trifft Paolo Borsellino. Er und seine fünf Leibwächter sind sofort tot. Mit diesem Attentat scheint die Mafia endgültig gewonnen zu haben. Es ging mir schlecht. Am nächsten Tag sagte ein Richter im Fernsehen, das war's, es ist aus. Ich habe geschrien, nein, sagen Sie sowas nicht. Das war die falsche Botschaft an die Bevölkerung. Die Mafia sollte gewonnen haben? Nein. Wer würde jetzt die Befragungen führen? Würde der Kriegszustand ausgerufen? Wir wussten nicht, was passiert, und die Polizei wusste nicht, was sie tun soll. Alle waren in Panik. Man hatte das Gefühl, dass die Demokratie zusammenbricht. Dieser Sommer damals war schrecklich. Während ganz Italien entsetzt nach Sizilien blickt, ist Rita Atria mit ihren Leibwächtern allein in Rom. Eine Woche nach dem Mord an Borsellino wollte ich wissen, wie es Rita geht und habe versucht, sie anzurufen. Aber sie stand unter Staatsschutz und ich hatte keine Chance, mit ihr zu reden. Nach dem Tod von Borsellino fühlte sie sich hilflos. Jetzt hatte sie den zweiten Vater verloren. Ich glaube, als Borsellino tot war, dachte Rita, dass alles, was sie unternommen hatte, nutzlos war und zu gar nichts geführt hat. Borsellino ist tot. Niemand kann nachvollziehen, welche Leere jetzt in meinem Leben herrscht. Alle haben Angst. Ich fürchte nur eins, dass die Mafia gewinnt und die armen Idioten, die gegen Windmühlen kämpfen, auch noch ermordet werden. Borsellino, du bist für deine Überzeugung gestorben. Ohne dich bin auch ich tot. Wenige Tage später hat sich Rita von einem Balkon in der 6. Etage gestürzt. Die Zusammenarbeit zwischen Rita und der Justiz dauerte nur 9 Monate. Als sie Selbstmord begeht, ist sie gerade mal 17 Jahre alt.
Rita Atria wird in ihrem Heimatort Partanna beigesetzt. Selbst nach ihrem Tod lehnt die Familie sie ab. Sie gilt als Verräterin. Kein Bewohner des Dorfes will zum Begräbnis kommen. Aus Furcht vor Repressalien der Mafia, die niemals verzeiht. Doch Ritas Schicksal erschüttert. Und einige Frauen, die sich nicht einschüchtern lassen, kommen zur Beerdigung. Der Sarg wurde von 4 Männern getragen. Aber ich sagte, nein, keine Männer. Und dann haben wir Frauen sie zu Grabe getragen. Ich habe den Sarg mitgetragen. Ritas Mutter war nicht da. Nur ihre Schwester und deren Ehemann haben teilgenommen. Sie gingen hinter mir. Er sagte, sie hat den Tod gesucht. Sie hat den Tod gesucht. Auf dem Friedhof sagte der Priester, wegen Rita wurden viele ehrliche Leute aus diesem Dorf festgenommen. Aus Protest haben wir ihm den Rücken gekehrt. Selbst im Tod wird Rita keine Ruhe gegönnt. Einige Wochen nach der Beerdigung kommt ihre Mutter ans Grab. Doch sie will keine Andacht üben. Ganz im Gegenteil. Sie hat einen Hammer dabei. Das war eine Tragödie. Ritas Mutter hat das Grab mit einem Hammer geschändet. Die Mutter hat den Grabstein mit dem Hammer zerschlagen. Niemand hat sie dabei gesehen. Ritas Foto sollte weg. Auf dem Stein standen das Geburts- und Todesdatum von Rita und die Zeile, die Wahrheit überlebt. Ritas Mutter wird wegen Schändung des Grabes ihrer Tochter verurteilt. Doch seltsamerweise lässt sie sie exhumieren und neben ihrem Vater begraben, der einige Jahre zuvor von der Mafia ermordet worden ist. Sie wollte, dass ihre Tochter neben dem Vater liegt. Und das hat sie auch erreicht. Heute gibt es da ein Foto von Rita, auf dem sie aber nicht zu erkennen ist. Und der Name fehlt auch. Sie liegt da quasi anonym. Sie wurde oft gefragt, warum Ritas Name am Grab fehlt. Darauf sagte sie immer, ich weiß, dass sie meine Tochter ist. Ihr Name Rita Atria ist dazu nicht nötig. Das ist tragisch. Bei uns gibt es so etwas nicht. Aber in diesen Dörfern, wo alles so kompliziert ist, wo die Mafia regiert, ohne dass der Staat eingreift, da leben die Leute so. Schlimm. Bis heute lebt Ritas Mutter in Partanna. Probleme mit der Mafia hat sie nie, weil sie ihrer Tochter, einer Verdammten, in all den Jahren offiziell nicht einmal gedacht hat. In den Monaten nach dem Tod von Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Rita Atria und vielen anderen wird sich der italienische Staat endlich über die zerstörerische Kraft der Mafia bewusst. Er ruft einen Kriegszustand aus und entsendet das Militär nach Sizilien. Es war schrecklich. Am 19. Juli 1992, nach dem Attentat auf Borsellino, war plötzlich das Militär in den Straßen. In Europa ist es ja nicht üblich, dass die Armee in den Städten für Recht und Ordnung sorgt. Ab 1992 und das erste Mal seit 150 Jahren hat der Staat im Kampf gegen die Mafia Druck ausgeübt und zahlreiche Paten verhaftet. Und wer bleibt in den Dörfern und in den Mafia-Familien zurück? Die Frauen. Partinico, eine Kleinstadt 40 Kilometer entfernt von Palermo.
Hier regiert der Mafia-Clan der Vitale. Diese Familie gehört zu den gewalttätigsten der Mafia. Drogenhandel, Unterschlagung öffentlicher Gelder, Schutzgelderpressung. Kein Sektor kann sich den Vitale entziehen. Pino Magnacci ist Journalist in Partinico und spricht seit 15 Jahren öffentlich über die Verbrechen des Mafia-Clans. In Partinico ging es zu wie in Beirut. Wer kein Schutzgeld zahlte, dessen Auto ging in Flammen auf. Unternehmer, die sich weigerten, die Mafiasteuer zu zahlen, konnten keine Geschäfte mehr betreiben. Die Mafia hat überall verbrannte Erde hinterlassen. Am 15. April 1998 gelingt der Justiz ein entscheidender Schlag gegen den Clan. Vito Vitale, Pate von Partinico und treuer Verbündeter von Totorina, wird verhaftet und eingesperrt. Auf den Straßen lassen die Frauen ihrer Wut freien Lauf. Mit dabei Giusy Vitale, die Schwester des Paten. Wir waren mit der ganzen Familie vor dem Kommissariat in Palermo. Als er rauskam und ins Gefängnis überstellt werden sollte, haben wir geschrien und die Polizisten und applaudierenden Leute getreten und geschlagen. Es war das totale Chaos. Diese Frau wird in die Geschichte der Cosa Nostra eingehen. Die führenden Vertreter des Clans aus Partinico wurden verhaftet. Das hat der Familie einen derartigen Schlag versetzt, dass eine Frau den Chefsessel übernehmen musste. Giusy Vitale trat an die Stelle ihrer Brüder. Das war was völlig Neues in einer gefährlichen Region wie Partinico. Lange waren Vito und Leonardo Vitale auf der Flucht vor der Polizei. In dieser Zeit erweist sich Giusy als unverzichtbar für ihre beiden Brüder. Sie verdient sich ihren Respekt und auch den von anderen sogenannten Ehrenmännern. In Partinico weiß jeder, wer sie wirklich ist. Sie ging ganz normal in Geschäften einkaufen. Oder besser gesagt, sie suchte Sachen für ihre Familie und Kinder aus. Dann ging sie an der Kasse vorbei und sagte nur, ich bin Giusy Vitale. Das hat gereicht, um nicht bezahlen zu müssen. Sie wurde der Boss im Rock genannt, obwohl sie meistens Jeans trug. Giusy ist eine moderne junge Frau. Mit 26 wird sie von ihren Brüdern aus dem Gefängnis heraus zum Capo Mandamento ernannt, zum Chef der Region Partinico. Ein Capo Mandamento ist für die Verwaltung einer Region zuständig. Er muss für Ordnung sorgen und, wenn nötig, töten. Ohne seine Genehmigung darf in der Region niemand einen Mord begehen. Giusy galt bei allen als Chef von Partinico. Und es liegen Beweise vor, dass sie den Drogenhandel, die Morde und Schutzgelderpressungen genauso geregelt hat, wie ein Mann es getan hätte. Einen Unterschied gab es. Giusy ist zwar mit anderen Mafia-Chefs zusammengekommen und hat mit ihnen geredet, aber sie durfte nicht allein zu diesen Treffen gehen. Eine Frau allein bei einem reinen Männertreffen, das war undenkbar. Also wurde sie von einem Familienmitglied begleitet, um ihre Ehre zu wahren. Die Ernennung von Giusy Vitale ist etwas völlig Neues in der Geschichte der Mafia. Erstmals wird eine Frau zum Chef gewählt. Zu einem Chef, der nie das Initiationsritual der Mafia vollzogen hat. Giusy Vitale konnte nicht offiziell anerkannt werden, weil sie nie den Eid geschworen hat, mit dem neue Mitglieder in die Mafia aufgenommen werden. Er lautet, mein Fleisch möge brennen, wie das dieser Heiligen, wenn ich die Cosa Nostra verrate.
Offiziell war es verboten, dass eine Frau Mitglied der Cosa Nostra wird. Giussi Vitale wurde es aber trotzdem. Und aus den Verhören mit ihr geht hervor, dass sie eine Ehrenfrau war. Sie benutzt dieselbe Sprache, hat dasselbe Verständnis und trifft dieselben Entscheidungen wie ein Mann der Mafia. Doch die Herrschaft der sogenannten Lady Mafia dauert nur wenige Monate. Am 24. Juni 1998 wird sie verhaftet. 4 Jahre sitzt Giussi ab, ohne mit der Wimper zu zucken. Kurz nach ihrer Freilassung wird sie erneut festgenommen. Ihr wird der Mord an einem Geschäftsmann zur Last gelegt, der ihren Bruder verraten haben soll. Jetzt droht ihr lebenslange Haft. Alessandra Dino nimmt Giussi ein Geständnis ab. Sie gibt zu, für den Mord verantwortlich zu sein. Sie hat das Verbrechen in Auftrag gegeben, weil ihre Brüder das aus dem Gefängnis heraus gefordert haben. Wir mussten herausfinden, wer Vito verraten hat und sicher gehen, dass alle Ehrenmänner wissen, dass fortan ich die Chefin des Partinico-Clans bin. Leonardo wusste, wer es war und forderte ständig, ihn zu töten. Es war unumgänglich, damit nicht vorher ich verraten und zur Schlachtbank geführt werde. Ein Mafioso tötet so wie der Schlachter ein Lamm. Für ihn ist das ganz normal. Danach geht er in aller Ruhe nach Hause. Wenn Giussi von diesem brutalen Vorgehen spricht, wirkt sie emotional völlig unbeteiligt. Sie glaubt fest, wenn sie nicht getötet hätte, wäre sie selbst dran gewesen. Giussi kommt wieder ins Gefängnis. Vielleicht für immer. Diesmal wurde sie des Mordes beschuldigt, den sie in Auftrag gegeben hatte. Also wurde sie zum zweiten Mal eingesperrt. Und jetzt drohte ihr lebenslange Haft. Ich denke, das hat sie dazu bewogen, mit der Justiz zusammenzuarbeiten. Im März 2005 beginnt die Zusammenarbeit. Giussi ist bereit, alle Geheimnisse der Mafia offenzulegen. Im Gefängnis habe ich gelernt, frei zu sein. Meine Gedanken und meine Zeit gehörten mir. Ich gehörte mir. Ich wollte ein eigenes Leben für mich und meine Kinder. Es würde nicht leicht sein, aber mit 33 konnte ich noch mal bei Null anfangen. Giussi beginnt ein neues Leben allein mit ihren Kindern. Für ihre Familie gilt sie fortan als Verräterin. Im Rahmen des Zeugenschutzprogramms lebt sie heute unter neuem Namen mit ihren Kindern außerhalb von Sizilien. Doch ihre kriminelle Vergangenheit hat sie niemals bereut. Sie lehnt den Begriff Pentita, Kronzeuge, kategorisch ab und sagt, es gibt nichts, das ich bereuen müsste. Außerdem hilft das auch nichts, denn die Toten werden dadurch nicht wieder lebendig. Giussi Vitale hat den Weg bereitet. Heute bekleiden viele Frauen hohe Posten bei der Mafia. Die Cosa Nostra verzichtet auf die blinde Zerstörungswut der Epoche unter Tortorina. Macht hat sie immer noch. Es gelingt ihr nur, sich unsichtbar zu machen. Die Mafiosi gehen mit der Zeit und gewähren ihren Frauen zunehmend Einfluss.